So, 50. Oh, er wird bestimmt abgehen, ey. Rosenberry Secret Mission. Oh, okay. Was ist er jetzt für einer hier? Ich mach einfach mal drauf los. Oh. Einmal getroffen, fast tot. Okay, da muss ich wohl ausweichen. Oha. Oh nein, da stehe ich drin. Ah, oh, 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 da stehe ich auch drin. Okay. Ja, nochmal probieren. Oh, er geht schon gut ab. Vielleicht auch mit Bomben. Oh, ich habe gar nicht mehr genug. Wo waren sie denn? Feuer. Nochmal Feuer. Oh, hätte ich fast alle. Oh. Gut, dass er nochmal nachgefragt hat. Destruction. Ich habe so viele davon. Komm, nochmal Destruction. Nochmal Destruction. Nochmal Feuer. Und nochmal Feuer. So. Okay, vielleicht noch mehr Bomben werfen. Gleich zur Begrüßung. Zack, moin. Oh ne, ich muss rein. Okay, hier ist viel mit Ausweichen. Okay, mit diesem Strahl darf er mich nicht treffen. Also muss ich immer schön mich bewegen. Feuerbombe ist ready. Die Bombe ist ready. Oh. Okay, dann ist immer kurze Pause. Ah, da hat er mich einmal gehabt. Trank nehmen. Oh, 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 jetzt muss ich aber einmal extrem. Was passiert jetzt? Ich denke, ich bin tot. Wenn sowas kommt hier. Er lacht schon so komisch. Da bin ich auch schon fast tot gewesen. Ja, ich glaube da. Was mache ich gegen diesen Nebel? Mal reparieren. Ich dachte erst, gegen diesen Nebel muss ich diese Wesp, diese Unverwundbarkeitstränke nehmen. Hier Wespice Potion, aber das hält. Oh, was denn? Hier, aber das hält nicht lange. Und der Nebel war auf jeden Fall länger. Hm. Ich probiere es nochmal so. Oder muss ich so viel Schaden machen? Oder den Stun, dass es abbricht? Mal gucken.
Feuergranate. Die Granate. Jetzt kommt der Schuss, genau, gut ausgewichen. Einmal Ulti. Oh, da hat er mich einmal gehabt. Jetzt kommt das. Okay, ich zünde mein Buch. Ein Vollgas. So, Granaten zünden. Zack, alles raus hier. Und tot. Das war dieser Strahl vielleicht. Okay. Ach, der macht den Strahl die ganze Zeit jetzt am Ende. Ah, okay. Also beim letzten Lebensbalken haut er den Strahl raus die ganze Zeit. Also ich muss mich immer bewegen im Kreis. Gut. So, ich begrüße ihn gleich wieder mit dem Meteor. Und zwar so. Feuergranate. Die Granate. Zack. Feuer drauf. Ach, dann bewahre ich mir die Ulti auf für diese letzte Phase am besten. Jetzt kommt der Strahl. Aha. Ah, da hat er mich einmal gehabt. Falsch reingecharged. Nein! Ah, da stand ich drin. Und da stehe ich auch drin. Nee, oh nee, oh nicht. Oh nee, da bin ich auch drin. Und weg. Puh, einmal. Einmal raus aus dem Flow. Also für den letzten Balken Ulti aufbewahren, auf jeden Fall. Granatenmäßig war gut. Ja, das war gut. Ja. Oh Mann, ey. Ich schwitze so. Oh nein, aus Versehen gezündet. Oh Mist. Jetzt kommt der Strahl. Jawohl. Okay, das war gerade Fail. Oh. Getroffen. Okay, jetzt kommt schon die Phase. Ich dachte, die kommt erst. Oh Mann. So, ich zünde jetzt trotzdem Buch. Okay.
Granaten schon wieder alle? Nee. Ach, jetzt füllt er, in dem Kreis füllt er es auf, okay. Na gut. Übung macht den Meister. Strahl. Strahl des Todes. Und nochmal, Alter, alte Sau, ey. Hat er mich aber gerade verarscht. Des Todes. Ne, jetzt kommt das. Okay, ich mach mal einfach einen Permund. Granate. Heiltrank. Oh, gleich wieder weg. Na super. Ich mag's nicht. Oh, ach, jetzt kommt die letzte Phase. Oh, und im Dunkeln. Ja, gerne. So. Ich zünde Buch und Vollgas. Egal was, jetzt voll drauf. Vielleicht nochmal ausweichen. Das zünden. Ah, ich halte mich nochmal voll. Nein! Fuck, ey. Ich würde dir gerne Tipps geben wie PowerPay, doch leider habe ich keinen Plan. Du bist auf jeden Fall sehr reaktionsschnell. Respekt. Dankeschön. Ah, ich habe ihn fast gehabt. Aber ich habe ein bisschen was dazu gelernt. In dieser Dunkelphase muss ich einfach nur im Kreis laufen und die Fähigkeiten, die auf Range sind, nicht nah ran oder so. Aber ich habe ihn, oh, ich habe ihn fast gehabt, ne? Ganz, ganz knapp. Hätte ich jetzt Impairment hier meine Ulti Awakening gehabt, hätte ich die nur zünden müssen und alles ist gut. Okay, die spare ich mir jetzt aber wirklich auf bis zum Ende. Ach, irgendwann seid ihr auch an diesem Punkt und dann werdet ihr euch daran erinnern, dass ihr mir zugeguckt habt. Und dann so, oh nee, wie war das denn noch? Ja, hätte ich mal besser aufgepasst. Bomben, alles gut. 3 und 5. Ich traue dem ja immer nicht so. Gut. Ja, Reaktion schnell, weil ich weiß jetzt ungefähr, was passiert. Also welche Fähigkeiten kommen mit diesen roten Bereichen, wo ich ungefähr dann schon stehen muss. Das lernt man so gut dazu. So, er kommt, dann caste ich das, was lange dauert. Zack, und los geht's. So, jetzt kommt Kreis, dann kommt meist nochmal so ein Kreis, genau. Dann kommt dieses weiter weg. Entweder kommt es nochmal oder es kommt Sanduhr. Nee, nochmal rein. Nochmal. Weiter weg. Granate.
Granate. Rein. Nochmal rein. Raus. Nochmal raus. Nein. Jetzt kommt... Ah, da hat er mich einmal gehabt. Okay, und nochmal. Nicht schlimm, ich habe mich gehalten. Und nochmal. Ein bisschen verkackt. Und... Und der Strahl des Todes. Da muss man ausweichen. Ich wusste, dass er ihn macht, aber ich bin nicht mehr rechtzeitig hingekommen, um dann auszuweichen. Ah, gut. Kann nicht immer gut laufen. Da habe ich nur noch 5 von. Ey, die gehen ja weg wie nichts Gutes hier. Ein paar habe ich noch. Wie soll man das ohne Granaten machen? Dauert es nur länger. So, 2, 3 Versuche noch und dann gehe ich mein Equip aufbessern. Jetzt kommt Todesstrahl. Gut. Oh nein, da stehe ich drin. Okay. Einmal heilen. Bombe. Bombe. So, jetzt kommt die Phase. Ich zünde Buch. Und Abfahrt. Und ein bisschen laufen noch nebenbei. Einmal voll heilen. Oh nee, was macht er jetzt? Ich zünde Awakening und bin tot. Shit. Also der macht in dieser Phase immer diese Duff. Da muss ich echt volles Leben haben. Und damage-mäßig Vollgas geben. Also Buch. Okay. So, noch ein. Einer geht noch. Einer geht noch. So. Die Fähigkeit, die am längsten dauert. Dann die zweitlängste. So, und jetzt. Konzentrieren. Okay, das war nichts mehr. Konzentrieren. Hier mal Heiltrank. Bombe. Okay, nicht gut. Uff, jetzt müsste Strahl des Todes kommen. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, der zählt nicht. Verdammt, das lief doch so viel besser. Ja, ich kenne das aus WoW-Zeiten, ne? Dann hast du so eine Phase, da läuft es überhaupt nicht gut. Immer schlechter, und dann hast du auf einmal eine ganz gute Phase, dann läuft es wieder schlechter, dann hast du eine fast gute, dann wieder nicht so, und dann auf einmal 3 gute hintereinander. Also da darf man echt nicht aufgeben. Wie gesagt, konzentriert dabei bleiben, gucken. Und ich habe auch gemerkt, ich darf die Fähigkeiten nicht casten,
wenn ich weiß, er macht da gerade seine roten Sachen auf dem Boden. Weil dadurch, dass die Fähigkeit gerade gemacht wird, habe ich eine Millisekunde weniger Zeit, um rauszulaufen. Und die fehlt mir dann immer. Also das habe ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Deswegen bin ich immer so zögerlich mit den Fähigkeiten und gucke immer, so, macht er jetzt gerade was? Okay, ich kann eben. Weil wenn ich da irgendwas caste oder so, dann kann ich nur rausspringen und das hat ja auch Cooldown. So. Meteor. Das hinterher. So. Auf geht's. Jetzt bin ich schon einmal weggesprungen, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Okay, so. Das passt. Bombe. Bombe. Rausspringen. Rein. Strahl des Todes? Nein, will er noch nicht. Raus. Strahl des Todes, sehr gut. Muss ich springen? Rein. Fähigkeit. Raus. Sehr gut. Fähigkeit, wieder raus. Sehr gut. Aufpassen, nicht, dass nochmal Strahl kommt irgendwie. Und einmal das, kann ich eine Fähigkeit machen. Raus. Raus, raus, raus. Ah, hat er mich einmal gehabt. Okay, das ist gut. Okay, Heiltrank. Bombe, habe ich vergessen. Bombe. Muss ich einmal raus. Oh, muss ich rein. Shit, shit, shit. Und das war's. Ja, immer zum Boss. Okay, komm, einer geht noch. Bomben, habe ich noch genug? 18 von denen, 10 von denen, oh ja. Da geht noch ein Versuch. Ja, mit besserem Equipment habe ich auch viel mehr Leben und dann wird es auch einfacher. Mach auch mehr Schaden. Also ich brauche mich jetzt hier nicht ein abquälen für die Emerald Shards, die brauche ich jetzt eh nicht mehr, ich habe 20.000. Also hier jetzt unbedingt, klar, mein Ehrgeiz ist so ein bisschen geweckt, aber ich brauche mich jetzt hier nicht zu Tode grinden hier mit dem Boss. So, jetzt müsste Laserstrahl des Todes kommen. Nein. Will er nicht. Oh nein, das war falsch. Jetzt kommt Strahl des Todes. Heiltrank. Raus. Nein. Raus. Ah, schaffe ich nicht. Nochmal raus, Heiltrank. Bombe. Bombe. Rein. Raus. Rein. Raus. Oh, das war knapp. Nochmal raus. Rein. Sehr gut. Raus. Oh, muss ich chargen. Rein. Raus schaffe ich nicht. Heiltrank. So, jetzt Buch zünden und Vollgas. Ich mache Awakening. Mal gucken. So, jetzt ist er schon in der letzten Phase, wo Todesstrahl des Todes kommt. Heiltrank. Ich glaube, das ist nicht gut, dass ich die Fähigkeit mache, genau. Laufen, laufen, laufen. Hälfte hat er noch. Oh Gott, oh Gott. Vergessen wieder zu trinken, denn eine nette Magierin trinkt alle 30 Sekunden einen Healpot. Ja, das habe ich schon immer im Auge gehabt. Ich kann bei der letzten Phase, wenn er hier den Todesstrahl macht, kann ich nicht stehen bleiben und casten. Absolut nicht. Bomben werfen.
Das war, glaube ich, jetzt mein bester. Oder vorhin der war am besten. Ah, aber das war, wie ich sagte, erst ein paar schlechte Versuche und dann wird's auf einmal. Ich habe aber auch nur 3 Feuer, die ich werfen kann und 5 von denen. Ach, spare ich mir am besten auch für später auf, ne? Für die letzte Phase. Ja, nee, die Überkinning. Ich habe die auch wieder Feuer gezogen. Darf ich nicht. Wegen dieser dunklen Phase da, weil ich krieg da immer Dauer Schaden und dass ich das überlebe. Ich heile mich aber auch nur um 45%. Da war ich jetzt aber geizig. Wo habe ich denn die großen Pots? Die hatte ich mir noch gar nicht rausgeholt, ne? Genau. Die geben nämlich 60. Dann nehme ich doch die jetzt mal hier. Werde ich so oder so später brauchen, also. Nicht alle. So. Runterziehen. Ja, ich denke mal, Feuergranate ist. Aber macht das bei dem Boss Sinn? Ja, der bewegt sich nicht. Aber die macht nur 33.000 Schaden. Die hier macht 115. Die macht 82. Und Movement Speed brauche ich ja nicht. Obwohl hier steht jetzt 41. 41, ja, okay. So, jetzt habe ich die großen Heiltränke. Destruction. Okay. Vielleicht war das immer so, vielleicht hat es gefehlt, dieses Heal-Dings. Oh, oh, oh. Heilen? Heilen, sag ich schon. Kann ich hier noch rappen? Lässt er mich? Nein. Okay, dann gleich. So, Concentration. Er kommt. Und go. Er macht was. Gut. Dann kann ich eine Fähigkeit machen. Wieder eine Fähigkeit. Okay, kann ich. Bomben spare ich mir auf für die letzte Phase. Raus. Rein. Schaden. Laufen. 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 Schaden. Drinnen bleiben. Drinnen bleiben. Okay, kann ich ein bisschen länger was casten. Raus. Oh, Todesstrahl. Drinnen bleiben. Raus. Rein. Raus. Wieder raus. Springen. Raus. Ah, da hat er mich einmal gehabt. Okay, Heiltrank. Springen. Raus. Oh, laufen, das war knapp. Raus, Heiltrank. Geht. Schaden. Oh, raus. Rein. Oh, laufen, laufen, laufen. Ah. Heiltrank. Aus. Okay, Damage-Phase. Heiltrank. Laufen. Ah, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Nein! Ach, Mist. Ich weiß nicht, manchmal bekomme ich da viel Schaden und manchmal irgendwie auch nicht. Aber das war schon gut. Ach, komm, einer geht noch. Reparieren.
Tränke habe ich nur noch 7? Nee, ich wollte schon sagen, 7 kann ich nehmen, echt? Oh, das ist aber viel. Gut. Lasse deinen Hasen mitkämpfen. Ja, der nervt eher so ein bisschen. So, und go. So, Fähigkeit. Spring. So, jetzt macht er kurze Pause, okay. Kann ich ein bisschen was casten? Drinnen bleiben ist gut. Drinnen bleiben wieder ist auch gut. Kann ich noch was casten? So, raus. Okay, ich kann was machen. Er macht kurz eine Pause. Wo muss ich springen? Drinnen bleiben. Nochmal drinnen bleiben, bitte. Nee, raus. Drinnen. Ah, Todesstrahl. Aber ich habe überlebt. Holy moly. Gleich nochmal heilen. Kurz ein bisschen ausweichen hier. Jetzt kann ich wieder. Okay. Oh nein, ich bin voll reingesprungen. Okay. Wieder abgekriegt. Ah, oh, nee, 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 nee. Und. Oh, das war knapp. Heiltrank nehmen. Gut, dass ich die Großen jetzt hab. Okay, Damage-Phase und Abfahrt. Trank schon mal rechtzeitig nehmen. Und tot. Hm. Ne, ich glaube, ich muss da die Awakening ziehen, um den in die letzte Phase zu kriegen. Ja, das war jetzt schon mehrfach so. Und vorhin hatte ich die immer gezündet und dadurch hatte ich den in die letzte Phase gekriegt. Also, wenn Dunkelphase ist, Awakening ziehen. Und dann bringe ich ihn schneller in diese andere und dann muss ich immer nur im Kreis laufen. Todesstrahl macht er andauernd. Bomben werfen. Mal gucken. Und Abfahrt. Das gleich hinterher. So, erstmal begrüßen. Moin. Drinnen bleiben ist gut. Nochmal drinnen bleiben, sehr gut. Kann ich noch was zünden hier? Raus. Ne, die dauert zu lange, die Fähigkeit. Die lasse ich mal weg. Jetzt kann ich. Drinnen bleiben ist gut. Nochmal drinnen bleiben, sehr schön. Raus. Okay. Na, da hat er mich getroffen, war aber gar nicht so. Todesstrahl. Kurze Damage-Phase, Pause. So, jetzt Awakening. Dunkelphase. So,
So, genau. Nein, Heiltrank nehmen. Ah, und da ist die letzte Phase. Okay. Vielleicht, wenn die Dunkelphase kommt, Buch ziehen, alle Fähigkeiten raus und dann Awakening. Ein bisschen mehr HP wäre nett, ja. Bei nur einem Fehler wirst du ja gleich doppelt getroffen. Ja, ich probiere jetzt nochmal, sonst gehe ich eben Equip. Ich kann irgendwie noch zweimal aufstufen und dann kann ich ja auch in der Story weiter. Dann habe ich 600. Habe ich ein klein bisschen mehr Leben. Aber trotzdem, das ist hier, was stand da eben? Es ist eigentlich machbar, ne? Ist alles nur Lernen, Taktik. So, beide Fähigkeiten raus. Das hinterher. Feuer drinnen bleiben ist gut. Dann kann ich nämlich Damage machen. Einmal raus. Einmal rein. Kann ich das zünden? So, Damage-Phase. Drinnen bleiben ist gut. Drinnen bleiben ist gut. Raus. Aufpassen auf Todesstrahl. Damage-Phase. Da ist der Todesstrahl. Raus. Rein, ist gut. Oh, da muss ich springen. Raus. Damage-Phase. Muss ich springen. So, irgendwie habe ich gerade alles auf Cooldown, weil es so gut läuft. Eigentlich kann man die Phase ja auch einfach ausweichen. So, jetzt zünde ich mein Buch. Awakening. Trank nehmen. So, oh, jetzt habe ich letzte Phase. Trank nehmen. Jetzt macht er seinen Laser. Ah, nein, ich war zu nah dran. Ich war zu nah dran. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Mach dir bitte nichts draus. Bei manchen World First brauchst du die Profi-Skillen auch bis zu 150 Wands. Du hast immer nur ein bisschen Pech, ja. Also da ist der Plan, ja, laufen, Bombe werfen. Irgendwie. Und vielleicht mal eine Fähigkeit. Ich muss halt... Es ist halt doof, das ist dunkel. Würde ich das sehen, wenn er das castet und ich bin schon quasi dran vorbeigelaufen, dann könnte ich eine Fähigkeit nämlich zünden. Quasi immer im richtigen Moment eben. Zack, zack. Okay, komm, einmal geht noch. Oh, ist das spannend. Bomben habe ich noch genug. 12, 15 Heiltränke, okay. Ja, komm, einmal noch. Einmal geht noch. Und dann gehe ich upgraden. Macht schon Laune, macht schon Spaß, ey. So. Oh ne, Todesstrahl. Oh, hab ich verpennt. Aber gut. Alles gut. Heiltrank nehmen.
Raus. Rein. Raus. Raus. So, Buch zünden. Heiltrank. Bombe. Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, Bombe hat funktioniert. Jetzt macht er sein. Todesstrahl oder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Todesstrahl, okay. Schön Kreis laufen. Großen Kreis. Nein, ich habe einen Halt dran genommen. Wollte ich gar nicht. Heiltrank, Bombe. Ooh, yeah.